Hey Leute, willkommen zurück zu Slay the Spire. Ganz kurz vorab, ich habe jetzt schon wieder einen Deckbilder entdeckt. Der ist kostenlos, der ist jetzt auch noch nicht so lange auf Steam. Ich kann es noch nicht versprechen, vielleicht werde ich um 19 Uhr das Video dazu machen oder das erste Video. Also wenn, mache ich auf jeden Fall zumindest ein kleines Let's Play dazu. Das sollte eigentlich halbwegs gehen. Mal gucken, ob ich 3 Videos schaffe. Weil Baby Goat Billy... Es ist halt, mein Problem ist halt immer, wenn ich mehrere Deckbilder habe und die sind alle ein bisschen komplexer, dann wird es halt echt schwierig, wenn das 3 Stück sind. Baby Goat Billy ist so ein bisschen überschaubarer. Müssen wir mal gucken. Und ja, wir haben 133 Gold. Dann kann ich ja jetzt schon mal sagen, dass wir vielleicht ich würde mal vielleicht hier links lang. Da haben wir auf jeden Fall mehr Optionen. Also könnten wir sagen, okay, wir gehen zum Shop oder halt nicht, je nachdem, wie es hier bei den ersten 2 Kämpfen läuft. Hier oben können wir dann auch gucken, okay. Elite oder Lagerfeuer, je nachdem, wie viel Leben wir haben. Ich glaube, das ist erstmal so die beste Option. Wir haben ja zumindest ja auch noch Schnelligkeitstrank und Erholungstrank. Und dann starten wir links. Und noch was anderes. Nein, ich werde jetzt nicht anfangen, hier in sehr kurzen Abständen irgendwelche Songs hochzuladen. Nur ab und zu mal. Ab und zu mal. Ich sehe ja 1, 2 Leute, denen gefällt das ja. Den Großteil wird es wahrscheinlich nicht gefallen. Aber 1, 2 Leuten gefällt es. Von daher... Und da ich das hier eh so ein bisschen, ja, ne, ich nehme das hier sowieso alles nicht so ernst. Ich bin halt kein YouTuber, Mann. Ich sehe mich nicht als YouTuber. Ich bin einfach ein Typ, der Spiele liebt und gerne Spiele zeigt, die er gut findet. Und das sind meist, jetzt nicht unbedingt hier so, aber das sind meist so Spiele, die halt irgendwie auch keiner kennt. So. Könnte das hier schon spielen? Dann haben wir 2, dann könnte ich... Es wäre immerhin gibt, oder... Nee, ich glaube... Das ist halt doof. Ich nehme Terror. Wenn ich Terror hier schon habe, dann nehme ich Terror. Das können wir jetzt sowieso alles blocken. Leichenexplosion brauche ich halt auch nicht. Das Gift wäre halt auch nett, ja. Aber irgendwie auch mit Unheil dann. Okay, aber... Ja. So, wir sind total vorbereitet. Und du willst 12 Schaden machen. Wir haben jetzt hier nicht so viel Block. Das ist halt schon ein bisschen... ich muss... Ja. Okay, das nicht. Dann kommt halt das erstmal weg. Dann spielen wir... Ich kann halt die springende Flasche nicht spielen. Wenn ich... Ja, ich verteidige trotzdem, auch wenn ich da jetzt noch nicht durchkomme. Aber ich glaube, das ist ein Fehler. Das ist auch immer so ein bisschen... Okay, wie mache ich das? Fange ich mir jetzt den Schaden oder fange ich mir nicht den Schaden? Hätte ich jetzt das Gift genommen, dann hätte ich jetzt Katalysator spielen können. Und das hätte... Ja, das wäre schon wesentlich einfacher gewesen. Verdammt. Und jetzt muss ich die ganze Zeit hier gucken, dass ich den ganzen Krempel irgendwie... Ich komme da halt nicht durch, ne? Selbst dann mache ich 9 Damage. Ja, komm, dann blocke ich das jetzt hier komplett. 14. Ich hätte wirklich die springende Flasche nehmen sollen auch. So ein Mist. Okay, das kommt mal weg. Also ganz ehrlich... Nee, okay, ich spiele jetzt Leichenexplosion nicht. Ich spiele Ausweichrolle, weil das gibt echt viel Block. Und wir spielen nochmal Verteidigung. Dann mache ich das jetzt nochmal eine Runde. Der macht schon wieder Damage. Aber wir können jetzt hier die springende Flasche nehmen. Dann Überlebenskünstlerin und dann können wir das Fass blocken. Das ist eigentlich ein ganz guter Deal. Oder wir haben mit 20 Block. Ball von vorhin, ne? So viel dazu. Okay. So, neutralisieren. Verdreifachen, ja. 33, das ist schon mal super. Dann können wir das im Prinzip... Ich könnte, ja, es wären 14... Ja, ich block das lieber komplett. Das ist mir... Das Gift macht halt sowieso so viel Schaden. Hätte ich mal am Anfang wirklich das so auf Gift gespielt. Gerade er hier mit seinem Block, das ist natürlich doof dann mit normalen Schaden. Ich hätte es eigentlich besser wissen können, müssen, sollen, wollen, dürfen. So, Dolchfächer nehme ich nicht. Wir haben ja Leichenexplosion. Jagd auch nicht, Messertanz. Ah, nee. Ich glaube nicht.
Mein Gott, sind das viele Karten. Und wir haben jetzt hier Leichenexplosion. Du machst direkt Schaden. Ich spiele mal Ausweichrolle. Ich spiele mal Verteidigen. Ich könnte jetzt Adrenalin spielen. Und dann haben wir... Dann nehme ich einmal Leichenexplosion für das Gift. Dann haben wir Beinarbeit und... Ist jetzt auch so eine Frage, ne? Also, ich würde schon eher gucken... Ich kann mich echt nicht entscheiden. Aber eben war es halt auch besser, irgendwie auf Gift zu gehen, anstatt Terror zu spielen und dann mit normalen Angriffen Schaden zu machen. Dafür sind die Karten einfach nicht so stark. Weil wenn ich jetzt springende Flasche spiele und dann gleich Katalysator bekomme, dann ist das halt schon richtig, richtig mächtig. Okay, das ist auch alles so ein bisschen 12 Damage, das wären 11. Dann, ich spiele mal Terror. Ich spiele mal Überlebenskünstlerin, dann kommt das weg. Dann spielen wir Unheil, dann sind das auch noch 20 Damage. Ich würde auch sagen, jetzt momentan auch nach dem Astrolabium vom letzten Mal, würde ich halt dann doch eher schauen, dass ich auf Gift gehe. Und vielleicht noch so... Vielleicht nochmal eine Karte Unheil mitnehme oder die dann aufwerte oder irgendwie sowas in der Richtung. So ein bisschen Unterstützungsangriffsschaden. Um vielleicht dann auch Leichenexplosion schneller triggern zu können. Weil gerade Leichenexplosion und dann Katalysator ist halt auch ein bisschen blöd, ne? Wenn ich das auf Gegner mache, wenn es mehrere sind, die halt weniger Leben haben. So, ich katalysiere dich aus dem Leben. Schneller Hieb, Jagd, Messertanz. Es sind ein paar Messerkarten diesmal dabei, aber das ist auch alles nicht so. Wir haben 19 und ja, ich gehe hier zum Shop. Und dann... Ja, super. Jetzt ist hier auf einmal Genauigkeit. Das ist ja toll. Kunai ist auch nicht unbedingt so. Schleifstein, okay. Und... Eine Feenflasche wäre halt schon, ne? Das wäre schon... Also die würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Aber da müsste ich hier was rauswerfen. Die Frage ist nur... Moment, ich werde erstmal hier noch so ein... Schlagentzogen, weil Verteidigen ist eigentlich ganz okay. Hier mit Beinarbeit ist das ganz okay. So, dann haben wir 117. Dann... Ja, dann schmeiße ich Schnelligkeitstrank, glaube ich, raus. Ich ziehe eigentlich genug Karten. Ich habe Cardroller mit drin. Also das ist eher ein bisschen unnötiger. Dann nehmen wir die Feenflasche. Das ist doch schon mal ganz cool. Dann haben wir noch 68. Und dann würde ich es dabei belassen. So. Ja, dann haben wir nämlich das jetzt mit Katalysator. Das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Wie mache ich das denn jetzt mit den Karten? Ich könnte natürlich auch Terror, ich könnte Terror bei ihm benutzen und auch dann die Giftsachen bei ihm. Und wenn er explodiert, explodiert er halt auch mit. Aber das dauert halt, bis er dann auch explodiert, weil er mehr Leben hat. Andersrum wären das dann 26 Damage bei ihm. Aber wenn ich bei ihm dann zum Beispiel Katalysator noch spiele, wobei ist das jetzt auch nicht so gesagt, ne, weil er grundsätzlich nicht so viel Leben hat. Oder ich greife ihn an und gebe ihm Gift. Diese Möglichkeiten. So, ich terrorisiere dich. Ich neutralisiere dich. Und... Okay, ich würde jetzt sagen, zweimal verteidigen für den Moment. So, und dann machst du direkt 21 Damage. Ich werde bekloppt. Und dann kriege ich jetzt hier springende Flasche Leichenexplosion. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch echt nicht wahr. Also ich muss jetzt... Ja, toll. Also das wollte ich mir jetzt aber nicht komplett fangen. Ah, ist das doof. Katalysator... Ja, das ist auch doof. Das ist alles doof. Ja. So, wir werfen das mal weg. Wir haben jetzt hier Leichenexplosion. Ich verpasse die jetzt Leichenexplosion. Das ist mir zu doof.
Ah, das ist aber auch schon bitter jetzt. Dann nehme ich Erholungstrank. Die machen halt auch schon so viel Schaden. Ja, ich muss eigentlich ihn hier zuerst erledigen. Weil das geht so nicht. So, du bist dann erledigt. Dann haben wir das hier. Dann können wir... Das war eigentlich zu viel, aber sowieso egal, weil... Konnte nichts anderes spielen. Okay, 31 Damage. Gut. Danke fürs Gespräch. Ich könnte vielleicht mit Akrobatik und hier dem Energietrank den hier erledigen. Wobei 14 Block ist halt jetzt auch schon so ein bisschen... Ich spiele erstmal Akrobatik und wir gucken mal. Ja, das ist alles so ein bisschen vorbereitet. Was haben wir da noch? Katalysator, okay. Das ist aber auch doof. Das ist irgendwie... Nee, ich muss jetzt erstmal hier... Das sind 8. Dann hätten wir da noch 2. Dann kann ich das hier spielen. Dann nehme ich jetzt den Trank und dann spielen wir das und dann spielen wir das und dann haben wir 35 Block. Weil die Kelle wollte ich mir da jetzt nicht fangen. So, da haben wir da Block. Dann machst du 13. Mit Schlag ist das jetzt wieder super doof. Deswegen nehme ich Verteidigen. Und ich hätte nochmal angreifen können. Ich war da schon mal wieder gedanklich weiter. Das ist jetzt auch wieder sehr toll. Ja, komm, dann alles blocken. So konnten wir uns aber die ganze Zeit erholen. Das ist auch schon wieder toll. Das sind 9. Das sind Schlag. Ja. Das ist aber vom Timing her momentan echt richtig, richtig doof irgendwie alles. Ich bin jetzt echt kurz davor. Ich spiele jetzt springende Flasche. Und dann spielen wir nochmal verteidigen, weil ich will mir eigentlich jetzt hier nicht nochmal irgendwie zusätzlich Schaden fangen gegen den. Auch wenn das dann noch ein bisschen dauert. Aber das ist mir dann ein bisschen zu doof. So, dann machen wir das, dann geht das doch so. Gut, du würdest jetzt noch eine Runde überleben. Das heißt, wir machen das dann auch so. Und ich frage mich immer noch, wie hätte ich das am besten machen sollen? Erst den Kleinen weg oder ihn? Oder ich glaube am Anfang erst direkt Gift. Weil bis ich das dann wieder ziehe und die können dann die ganze Zeit irgendwie angreifen, wenn sie das denn wollen. Ausmanövrieren, weiß ich nicht. Brauche ich jetzt, glaube ich, nicht so. Das ist halt immer ein bisschen schlecht. Das ist halt schon ganz cool mit 2 Energie mehr, aber das ist halt doof zu timen irgendwie gegen manche. Finde ich zumindest so. Ein Relikt für 85 Gold. Wir haben 86 und wir sehen, dass wir da oben noch einen Shop hätten, aber auch ein paar Gegner und Elite-Gegner. Dann nehmen wir das Gold. Was kriegen wir? Ninja-Schriftrolle. Ja, super. Noch mehr Messer. Ich glaube, das Spiel will mir irgendwas sagen. Okay, wir könnten... Also ich würde schon sagen, wir nehmen den vielleicht mit. Oder... Ich würde, ja, wir ruhen uns hier aus. Dann sind wir fast wieder voll. Haben noch ein Goldstück. Sind also quasi reich. Und gut, wir nehmen das. Was mit den Messern ist halt echt ein bisschen blöd. Und nein, ja, das ist halt dann, ne, der Punkt mit dem. Das war jetzt irgendwie ein bisschen doof. Gut, da hätte ich mit rechnen können. Auf jeden Fall. Habe ich jetzt nicht so. Okay.
Okay, ja, ja, nee. Okay, okay, das ist halt auch schon wieder Schaden. Also ich spiele jetzt springende Flasche. Und Katalysator nehme ich noch nicht. Ich bräuchte halt echt... irgendwie... Leichenexplosion. Wäre das vorhin nicht so doof gelaufen? Jetzt haben wir Leichenexplosion. Wer hat denn hier am meisten? Du hast doch am meisten Leben. Da habe ich erst gar nicht drauf geachtet. So, dann machen wir das nämlich auf die Art. Greifen dich an und dann explodierst du. So, genau so muss das laufen. Messertanz. Ja, hallo Messer. Nein. Nein. Nee. Okay. So, 59 Leben. Das sollte eigentlich... Die haben auch weniger Leben. Das sollte... Behaupte ich jetzt einfach mal okay sein. Dich... Moment. Das sind vier. Das sind vier. Das sind vier. Dann bist du raus. Dann... Ein Schwach brauche ich jetzt auch nicht. Dann mache ich das einfach nur, um Schaden zu machen. Dann hauen wir dich nochmal und dann spielen wir einmal verteidigen. Ihm werde ich auf jeden Fall Leichenexplosion geben, weil die beiden anderen haben halt zu wenig Leben. Okay, das ist ein bisschen blöd, aber ich nehme jetzt erstmal Leichenexplosion und spiele Beinarbeit. Auch wenn wir jetzt Schaden bekommen. So. Ausweichrolle. Und sind es 15, machen wir das so und dann gucken wir nochmal. Wieder dasselbe. Es ist... warum? Warum mache ich das? Kann mir das mal einer erklären, bitte? Ja, gut, ne, jetzt wird's das ein bisschen, also so langsam wird's ein bisschen schwierig mit Blocken. Eieiei, oh Gott, ja, genau, ganz genau, meine Freunde. So, dich neutralisieren, dich rausnehmen. Katalysator, ja, nee, ja, ist ein bisschen... Ich spiele jetzt mal verteidigen, so. Das ist halt so doof gelaufen. Ich habe das so doof gemacht. Aber ich habe mir ja die Flasche gekauft. Aber der killt mich trotzdem, weil die nacheinander angreifen. Warum? Warum denn? Das war ja echt peinlich. Und das ist immer dieses... Das war jetzt diesmal echt dieses... dieses Leichenexplosion-Timing. Hätte ich das anders gemacht? Das ist aber momentan mit der Stille echt... Ich weiß auch nicht, was ich da momentan mache. Gut, einmal würde ich das dann noch probieren. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.